Ich hoffe, wir können jetzt endlich mal ohne technische Probleme. Oh, es ist Nacht. Ich wollte gerade sagen, können wir jetzt einfach mal aus dem Haus stürmen und endlich mal ein bisschen was spielen, weil die Tastatur funktioniert wieder und irgendwie technisch läuft jetzt auch alles so halbwegs. Und dann habe ich ja gesehen, es ist Nacht. Ja. Andererseits heißt das ja nicht, dass wir jetzt nicht spielen können. Oder dass wir mal... Oh Gott, ich bin ein bisschen verjagt. Wir sollen in den Garbage-Bereich. Ja. Okay. Das ist nördlich. Und da müssen wir da rüber. Okay, ich überlege, ob wir jetzt einfach mal bei Nacht ein bisschen rumlaufen. Das können wir eigentlich mal machen. Was eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber ich möchte mal so ein bisschen... bisschen was sehen von der Nacht, wie das hier gemacht wurde. Boah, schön. Schön. Ich finde es halt schade, dass tatsächlich so diese Sonnen- und Lichtdinger nicht so richtig funktionieren auf meinem Rechner. Weil das sieht tendenziell echt cool aus. Aber dann flackert das hier alle drum. Keine Ahnung, wahrscheinlich liegt es an meiner Grafikkarte. Den neuesten Patch habe ich eigentlich drauf. Oh, diese Musik, ne? Ich hörte Dinge. So, wenn das nicht stimmungsvoll ist, dann weiß ich auch nicht. Nice. So, auch die Dinge machen Feierabend. Wir sind noch unterwegs. So, wir sollen wieder nach da oben, wo wir ja quasi schon mal waren. Da waren Hunde, ne? Ich hoffe, das waren Hunde. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier noch so rumläuft, deswegen, da sitzen die Kollegen. Deswegen bin ich lieber etwas vorsichtiger. Ich habe auch keine Ahnung, vielleicht tauchen nachts andere Kreaturen auf als tagsüber. Was ist er denn? Keine Ahnung, ob das ein Kumpel ist oder... Ja, okay, jetzt wissen wir was. Der möchte da offensichtlich rein. So, da haben wir noch genau 4 Schuss. Das ist natürlich ganz hervorragend ausgerüstet. Nochmal hier so ein bisschen was dazulegen. Messer passt auch. Okay. Ah ja, und wir haben ja jetzt endlich mal eine Waffe mit Schalldämpfer. Die werde ich jetzt auch einfach mal ausrüsten. Jetzt hier oben lang werden. Oh, also die Performance ist manchmal echt nicht schön. Aber ich weiß nicht, bei mir funktioniert das trotzdem. Ja, es funktioniert. Ich mache jetzt mal kein Licht an. Das da hinten ist die Fabrik gewesen, ne? Oder? Ne, das ist hinter der Fabrik, okay. Da sind die unterwegs. Ich will jetzt auch nicht unbedingt in so eine Anomalie reinlaufen. Eigentlich ganz schön aus. Bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel und besonders diese Mod noch ganz, ganz viel Potenzial hat. Also auch optisch, aber wie ihr ja seht, ist das bei mir so ein bisschen am Limit, habe ich oft das Gefühl. Nicht unbedingt, was den Rechner angeht, weil das packt der, das muss der auch packen. Es ist eigentlich viel mehr so, weiß ich nicht, ich glaube die Hardware, die einzelne Hardware, die in meinem Ding drin steckt im Rechner, kommt einfach mit dem Spiel selber nicht so klar. Aber ich finde es trotzdem, es funktioniert. Es macht Spaß, hier rumzulaufen. Gott, ist das ruhig.
Na gut. Weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich glaube, läuft da oben einer rum, oder? Nee. Alter, Geräusche gibt es hier doch einige. Ich will mal hier kurz in die Richtung gucken. Vielleicht können wir hier noch irgendwas abgrasen. Im Grunde müssen wir jetzt hier nur dem Weg folgen, dann würden wir ins nächste Gebiet kommen. So. Achso, das ist irgendwie noch unser... mal gerade gucken, Radioaktivität. So, die sind da unten. Gucken, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Wie gesagt, nicht so aus. Und hier können wir auch komischerweise nicht hochklettern. Nee, okay. Ist wahrscheinlich nicht so schlau jetzt hier mit... So, da unten sind sie. Keine Ahnung, aber da könnten wir nochmal reingucken. Kann man auch hochgehen. Könnte wahrscheinlich auch darüber springen, aber... Eieiei. So, hier ist die Radioaktivität dann doch so hoch, dass wir da, glaube ich, so nicht lang sollten. Gucken wir mal auf der Seite. Okay, hier geht's. Helikopter. Ja. Gut, hier ist aber gar nichts drin. Da können wir auch nicht weiter. Gut. Haben wir es immerhin mal gecheckt. So, sagt die Anzeige, sagt alles ist gut. Essen und Trinken haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Helikopter, Helikopter. Wo rechts von uns. Wirklich getan hat er uns ja noch nicht. Noch nichts, wollte ich sagen. So, da hinten ist, wenn mich nicht alles täuscht, da waren wir, ne? Ja, das sieht aus wie... Wie das Gebiet. So, hier vorne sind die Blattsacker. Ah, die Sins, diese komische Vereinigung. Würde ich jetzt auch erstmal umgehen wollen. Wo die uns jetzt erstmal nicht feindlich gesinnt sind. Lassen wir die erstmal rechts liegen. Was quietscht hier? Fuck. Was bist du? Oh. Lauf, 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 lauf. Okay. Wir sind fieser, als ich dachte. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich hoffe, dass mir meine guten Freunde, die Sins, jetzt ein bisschen helfen können. Hinter euch könnte noch was sein. Guten Abend. Ja, ja, ja. So, schön, dass wir die Sins umgangen sind. Was immer das auch war. Ich hab ehrlich gesagt gerade ein bisschen Angst. Ich höre hier sehr komische Geräusche. Ich werde mich jetzt erstmal hier in diese Ecke stellen.
habt ihr alles im Griff, ne? Okay. Wisst ihr, was wir machen? Wir bleiben einfach über Nacht jetzt hier. Ja, baller es weg, das Fenster. Keine Ahnung, was sie jetzt gerade beschießen. Kann sein, dass es die Ratten sind. Gucken uns bei der Klingel mal gerade so ein bisschen um. Ja, ja, ja. Okay. Ich glaube wirklich, dass es keine gute Idee ist, bei Nacht und Nebel da durchzulaufen, weil da sehen wir einfach mal wenig. Deswegen werden wir uns jetzt hier diesen Raum nehmen. Ich weiß nicht, vielleicht bringen sie uns um, wenn wir jetzt hier pennen. Vielleicht auch nicht. Wir trinken jetzt auf jeden Fall nochmal was. Und oh, guck schon, schöne Wurst. Nochmal eine schöne Wurst dabei. Und werden unseren Schlafsack mal benutzen. Ah, er ist nicht müde. Natürlich nicht, weil wir auch gerade geschlafen haben. Gut, dann, wenn wir uns mal rauswagen müssen. Ne. Hier nicht? Ja, mach sie kaputt. Ich will hier rein. Ich glaube, weiß ich, ob die Ratten jetzt besonders gefährlich sind, keine Ahnung, aber die nerven. Okay, wir gehen mal auf der anderen Seite raus. Eieiei. Jungs, ihr macht das schon. Wir gehen mal in diese Richtung weiter. Wenn was ist, können wir immer wieder zu denen zurückkommen. Ja, ne? Ehrlich gesagt, will ich gar nicht hier weiterlaufen. Diese zwei Hundeviecher waren schon gut genug. Würde da eigentlich ganz gerne mal reingucken, aber, vielleicht sollte man es lassen. So, hier kommen jetzt Ratten. Sollen wir doch mal reingucken? Manchmal könnte da was Schönes liegen. Alter, ich schieße ja mal mit einer Schrotflinte. Oh, guck mal, so wenige. Auf Ratten. Ja, also es läuft bisher ganz hervorragend. Das Einzige, was nicht läuft, ist der Fortschritt. Und so viel können jetzt ja eigentlich nicht mehr hier sein, sagte er und wurde umzingelt von Ratten. Solange hier keine von den Großen kommen, weil die haben mir wirklich ein bisschen mehr vertragen. Die Ratten gab es im Originalspiel übrigens auch nicht. Ja! Ja gut, ich habe mich ein bisschen mehr erschreckt, als dass es schadet hat. Aber ja. Ich bin mal ein bisschen sehr konzentriert. So viel. Also unendlich Munition haben wir einfach auch nicht. Wir müssen uns so oder so unterwegs ausrüsten. Das war der da. Gucken wir uns gerade mal hier noch ein bisschen um. Hier könnte man auch wieder hoch, aber hier gibt es denn exakt gar nichts. Hat sich also nicht wirklich gelohnt, außer dass wir mal hier waren. Na gut. Dann wagen wir uns doch mal weiter nach Norden. Ist das da? Das ist irgendwas, was sich bewegt und es knistert. Okay. Scheiße. Wenn wir ein Auto nehmen könnten, aber das wird ein bisschen schwierig. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht so viel, was an der Nacht liegen kann. Und auch daran, dass der Mond jetzt weg ist. Ich glaube, ich mache mal eben Licht aus.
Ah ja, Regen. Toll. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Ich weiß nicht, ob die uns mehr sehen, wenn wir Licht anhaben. Also nicht sehen oder gesehen werden ist jetzt hier also die Alternative. Boah, ist das unheimlich jetzt ernst. Ah, da kommt es, glaube ich. Wir lassen es, wo es ist. Versuchen es mal ein bisschen zum Laufen. Wieder ein bisschen Licht an, weil ich keinen Bock habe, irgendwo reinzurennen. Okay. Ich weiß nicht, ob jemand da ist oder ob etwas da ist. Gerade nochmal gucken. Wir haben... Okay. Da wird auf jeden Fall geschossen. Und das sind nicht freundlich Gesinnte. Irgendwas tapst hier. Ich weiß nicht, ob es Hunde sind oder ob es irgendwas anderes ist. Ich gehe mal auf die Seite. Oh Mann. Das war einfach keine gute Idee, bei Nacht loszugehen. So, da haben wir auf jeden Fall Gegner. Okay, hier in Military Territory. Wittgar. Okay, das ist das Militär. Okay. Schönen guten Tag, Herr Militär. Lieutenant Golovoy. Kann uns irgendwas Interessantes erzählen? Nee, er hat nichts, aber vielleicht kann er ein bisschen handeln? Nö, auch nicht. Okay, ich fühle mich aber gerade etwas sicherer. Guten Tag, können Sie mir irgendwas... nein. Gut, die möchten auch nicht so handeln. Wir gehen mal weiter. Sie machen einen hervorragenden Job, Gentlemen. Okay, das ist etwas angenehmer. Das ist wesentlich angenehmer. Okay. So, sollte man sich hier gerade nochmal umgucken, aber hier sieht nichts aus, als könnte es gehen. Wir sollen auch auf dem Weg bleiben, haben sie uns ja gesagt. Guten Tag, Sie vielleicht irgendwas Interessantes? Sie haben irgendwas am Mund, glaube ich. Eine Gitarre und eine... Ja, na gut. So. Hier geht's also weiter. Hier sollten wir jetzt ja aus dem Gebiet herauskommen. Okay. Bei der Gelegenheit, wo wir hier gerade halbwegs sicher sind, speichere ich mal ab und werde nochmal Batterie einsetzen. Ich höre komische Geräusche. Mann, ich hätte gerne eine Knarre. Was ist eigentlich mit der hier? Die hat nur ein... Nee, die hat auch zwei Schuss. Ist die denn deutlich besser als die hier? Die ist ein bisschen genauer. Ansonsten sind die relativ identisch. Ich glaube, wir nehmen mal die hier. Mit dem Ding fühle ich mich dann, glaube ich, doch ein bisschen sicherer. Aber mehr Munition wäre auch schön. Auch gleich nochmal einsetzen. Oh, da liegt was. Mensch, da komm mal hoch. So nicht. Ja, sehr schön. Ich höre sehr komische Quietschgeräusche. Ist nichts. Oh, Medikits-Patronen. Sehr schön. Wo kommen denn diese Sounds her? Gerne. Sie haben sich quasi bedankt, dass wir ihren Anweisungen Folge geleistet haben. Also das Militär ist offensichtlich erstmal nicht grundlegend aggressiv uns gegenüber eingestellt. Was ich gut finde. Aber diese Geräusche machen mir ein bisschen Sorgen. So, gut, auf den Bus warten brauchen wir ja auch nicht. Nichts drin.
Was sind denn das für Sounds?